In der psychologischen Beratung begegnen wir immer wieder Menschen, die mit sich hadern. Sie können sich häufig selbst nicht vergeben, was sie getan oder was sie unterlassen haben. Das bindet Energie und Lebenskraft, reduziert Lebensqualität und geht häufig mit großem Leid einher. Wie kann die psychologische Beratung diesen Menschen helfen? Wie kann sie unterstützen oder begleiten? Ich finde das so schrecklich. Ich weiß gar nicht, ob ich mir das je verzeihen kann. Als unsere Kinder noch klein waren, ja, da wollten wir so viel mit ihnen unternehmen. Und dann kam immer irgendwas dazwischen. Wir hatten nie genug Zeit. Und dann haben wir natürlich gesagt, das machen wir ein anderes Mal. Ja. Ja, wenn meine Freunde mir zum Beispiel erzählen, dass sie mit ihren Kindern im Zoo waren. Wir waren noch nie mit unseren Kindern im Zoo. Können Sie sich das vorstellen? Und jetzt sind die groß. Jetzt wollen die mit uns gar nichts mehr unternehmen. Damit hadern sie. Ja, wir kriegen ja die Zeit nicht zurück. Also damals hätten uns die Kinder gebraucht, als sie noch klein waren. Und wir waren halt nicht da. Ja. In letzter Zeit liege ich auch nachts oft wach und wünsche mir, dass das alles anders gelaufen wäre. Aber wir hatten halt auch immer so viel zu erledigen. Das kann ich gut verstehen. Und ich kann gut verstehen, dass sie das nicht mehr loslässt und dass sie sich das nicht verzeihen können. Und ich kann aber auch gut verstehen und kann mir vorstellen, dass sie das sehr belastet. Und diese Gedanken, was hätte ich tun können? Es ist manchmal heilsam und es ist manchmal auch hilfreich, die Selbstvorwürfe einfach abschließen zu können. Ja, das würde ich wirklich gern. Ne? Aber dann sehe ich immer wieder andere Eltern, wie die mit ihren Kindern genau das machen, was wir hätten tun sollen. Also ich weiß auch, dass die Selbstvorwürfe mir nicht gut tun, aber ich weiß nicht, wie ich das abstellen kann. Und ich weiß auch nicht, ob ich mir das überhaupt erlauben kann, damit aufzuhören. Marilyn Cornish und Nathaniel Wade entwickelten und untersuchten eine emotionsfokussierende Intervention zur Selbstvergebung. Diese Intervention besteht aus 4 Schritten. Erstens Verantwortung übernehmen, zweitens bedauern und bereuen, drittens Wiedergutmachung und schließlich viertens den Blick nach vorne richten und an den eigenen Fehlern, an der eigenen Geschichte wachsen. Im ersten Schritt geht es darum, die eigene Verantwortung für das Geschehen zu übernehmen. Dabei ist es zentral zu akzeptieren, was passiert ist und auch zu akzeptieren, dass man selbst einen Fehler gemacht hat. Die Verantwortung zu übernehmen bedeutet vor allem, dass man nicht länger Opfer seiner eigenen Fehler und Versäumnisse bleibt, sondern dass man selbst wieder beginnt zu gestalten. Und auf diese Weise übernimmt man die Verantwortung für sich selbst, damit man wieder nach vorn schauen kann und sich nicht mit Selbstvorwürfen quält und belastet. Bei vielen hat es sich bewährt, zunächst mal zu akzeptieren, dass die Dinge sind, wie sie sind. Sie hätten gerne mehr Zeit mit ihren Kindern gehabt, aber das hatten sie nicht. Und sie können heute die Zeit nicht mehr zurückdrehen. Aber sie können nach vorne schauen und sie können daran wachsen. Was würde sich verändern, wenn sie akzeptieren könnten, dass es so ist, wie es ist? Wenn sie sich vielleicht erlauben könnten, zu akzeptieren, dass sie nicht die Zeit gehabt haben oder sich nicht die Zeit genommen haben, die sie sich so gern genommen hätten? Ja, dann würde ich sehen, dass wir einen riesigen Fehler gemacht haben. Dass ich einen riesigen Fehler gemacht habe. Ich habe halt immer andere Sachen für wichtiger gehalten. Das war nicht richtig, das weiß ich jetzt. Und damals schienen die Sachen aber wichtig. Ja, vieles erschien wichtiger. Also jetzt weiß ich, dass das halt ein Fehler war, ein großer Fehler. Und was würde sich verändern, wenn Sie diesen Fehler akzeptieren könnten? Weil wir Menschen Fehler machen, weil wir in dem Moment, wenn wir die Dinge tun, glauben, das Richtige zu tun oder einfach nicht besser können. Ja, dann würde ich die Traurigkeit spüren
Aber ja, ich müsste mir das nicht ständig vorwerfen. Also, es wäre halt, wie es ist. Traurig, aber es wird irgendwie zu mir gehören, zu meinem Leben, meiner Geschichte. Frau Schmidt übernimmt für ihre Fehler die Verantwortung und sie akzeptiert, dass sie die Vergangenheit nicht mehr ändern kann. Damit akzeptiert sie auch diesen Teil als Teil ihres Lebens, für das sie wieder Verantwortung übernehmen kann. In der Regel kommen mit der Akzeptanz Bedauern und Reue. Im zweiten Schritt wird deswegen der Reue und dem Bedauern Raum gegeben. Es ist wichtig, dass diese negativen Gefühle einen Raum bekommen, dass sie da sein dürfen. Denn es gibt meistens einiges zu betrauern. Im dritten Schritt geht es um die Wiedergutmachung, und zwar bei uns selbst. Dieser Schritt mutet zunächst etwas ungewöhnlich an. Aber wenn wir uns mit anderen Menschen, denen wir Leid zugefügt haben, aussöhnen möchten, dann versuchen wir in der Regel, unser Fehlverhalten wieder gut zu machen, damit der andere uns vergeben kann. Genauso sollten wir auch mit uns selbst verfahren. Ich sehe, wie sehr Sie darunter leiden. Die Kinder sind groß, die brauchen Sie inzwischen viel weniger. Die gehen ihre eigenen Wege und sie sind traurig um die verlorene Zeit und um die verpassten Gelegenheiten. Naja, ich habe mich ja selbst um viele wichtige Erfahrungen mit meinen Kindern gebracht. Und das können Sie sich nicht verzeihen. Ja. Okay. Wie ist denn das, wenn Sie einen Fehler gemacht haben und Sie möchten, dass andere Ihnen diesen Fehler verzeihen? Ja, dann bitte ich um Entschuldigung. Also ja, wenn mein Mann mich zum Beispiel um Entschuldigung bittet, dann bringt er mir immer einen großen Strauß Blumen mit. Okay, und was bewirken diese Blumen? Naja, das ist wie so eine Art Wiedergutmachung. Also es klingt komisch, aber ja, irgendwie sowas. Und dann fällt es mir auch leichter, die Entschuldigung anzunehmen. Okay, es fällt Ihnen leichter. Ja, das zeigt mir, dass es ihm wichtig ist, dass ich ihm wichtig bin. Und ich fühle mich dann auch ernst genommen. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht hilfreich ist, damit Sie nach vorne blicken können, damit Sie Ihren Blick nach vorne richten können, dass Sie an Ihren Fehlern wachsen, wenn Sie eine Möglichkeit fänden, sich bei sich selbst zu entschuldigen. Und vielleicht haben Sie ja sogar eine Idee, wie Sie es bei sich selber wieder gut machen können. Das klingt ungewohnt. Ja. Nachdem Frau Schmidt nun die Idee der Wiedergutmachung bei sich selbst aufgegriffen hat, wird sie im vierten und letzten Schritt eingeladen, den Blick wieder nach vorne zu richten, um an der schmerzhaften Erfahrung wachsen zu können. In dem Maße, in dem es einem gelingt, Verantwortung für sich zu übernehmen und für sein Handeln zu übernehmen, und indem man nicht mehr an dem Unveränderbaren festhält, in dem Maße kann es eben auch gelingen, an den eigenen Fehlern zu wachsen. Und angenommen, es würde Ihnen gelingen, an Ihren Fehlern zu wachsen. Wer würde das wie merken? Na, ich glaube tatsächlich meine Kinder. Also die sind zwar nicht mehr ganz klein, aber auch mit 14 und 16 braucht man ja noch Eltern, die zuhören, die für einen da sind. Ich will mir da viel mehr Zeit nehmen, da sein. Vielleicht auch einfach nur präsent sein. Ja, und meine Freunde könnten das merken. Bei denen habe ich mich auch viel zu lange nicht gemeldet. Das muss ich unbedingt ändern. Ich habe das Gefühl, dass es da so eine Person gibt, die Sie da noch vergessen haben. Kann das sein? Meinen Sie meinen Mann? Vielleicht auch den, aber den habe ich gar nicht gedacht. Mich würde interessieren, was sich wohl bei Ihnen verändern würde, wenn Sie sich mehr um sich kümmern, wenn Sie für sich was tun. Und wie das wohl aussähe. Im Psychologie-Master mit dem Schwerpunkt Beratungspsychologie an der Apollon-Hochschule lernen Sie, Menschen zu begleiten, wissenschaftlich fundiert und mit Herz. Studieren bei den Experten.